Bei Verwendung des OsseoSpeed Profile Implantats im schräg atrophierten Kieferkamm soll sich die Implantatposition in horizontaler und vertikaler Ausrichtung an der oralen Lamelle orientieren. Dies dient zum einen dem Erhalt der oralen Lamelle und zum anderen der Bestimmung der Insertionstiefe. Der Ausgangspunkt für die Bohrung sollte demnach etwa 2 bis 3 mm vestibulär vom koronalsten Punkt des Kieferkamms liegen. Bei der Auswahl des Implantats ist zu beachten, dass abhängig vom Implantatdesign die Höhe der Abschrägung von der oralen zur vestibulären Seite zwischen 1,5 und 1,7 mm variiert. Das Implantatbett wird entsprechend des Bohrprotokolls aufbereitet. Bei der Verwendung des konischen Bohrers für die Implantate 4,5 und 5,0 kann der Bohrer unter Umständen durch die linguale Lamelle abgelenkt werden. Mit der tiefen Messlehre wird die Länge des Bohrstollens überprüft und das gewünschte OsseoSpeed Profile Implantat eingesetzt. Für die reibungslose sowie möglichst schnelle und präzise Übertragung der Implantatposition vom Mund auf das Modell ist die Indexregistrierung ein geeignetes Vorgehen. Unter Verwendung von lichthärtendem Kunststoff, zum Beispiel Triadgel, wurde im Labor ein Indexschlüssel angefertigt. Nun wird der Abformpfosten mittels Triadgel mit dem zuvor gefertigten Indexschlüssel verbunden. Um den sterilen Ablauf nicht zu unterbrechen, füllt der Springer das Triadgel aus der Tube in eine zuvor geöffnete sterile Einmalspritze ein. Durch die Materialeigenschaften des Triadgels können Abformpfosten und Indexschlüssel autoklaviert und für die weitere Verwendung aufbewahrt werden. Nach vollständigem Lösen der zentralen Verschraubung kann der Abformpfosten zusammen mit dem Registrierschlüssel entnommen werden. Im Bedarfsfall kann mit entsprechendem Material augmentiert werden. Der Gingiva-Former verfügt über ein abgestimmtes Gewinde, um die korrekte Ausrichtung mit der Abschrägung des Implantats sicherzustellen. Setzen Sie den Gingiva-Former oder die Verschlussschraube mit dem Sechskantschraubendreher lediglich mit leichter Fingerkraft von 5 bis 10 Newtonzentimeter ein. Nach dem Einsetzen des Gingiva-Formers wird das Weichgewebe vernäht. Zum Zeitpunkt der Abformung zeigt sich eine vollkommen reizfreie Mukosa. Der Gingiva-Former wird entfernt. Jetzt leistet die während der Implantation angefertigte Indexabformung wertvolle Dienste. Die Auflage zum distalen Nachbarzahn wurde bereits entfernt. Die zum mesialen Nachbarzahn ist mit einer Sollbruchstelle versehen. Diese Auflage dient als Anhaltspunkt für die korrekte Positionierung des Abformpfostens im Implantat. Die Halteschraube wird eingesetzt und der Sitz kontrolliert. Nun kann die mesiale Auflagefläche entfernt werden. Es muss überprüft werden, ob die approximalen Kontaktpunkte vollständig frei für das Abformmaterial sind. Der passende Abformlöffel wird ausgewählt und mit der Doppelmischtechnik abgeformt. Die Halteschraube wird nach Abbinden des Abformmaterials vollständig gelöst und die Abformung aus dem Mund genommen.
Die Abformung wird kontrolliert und kann für die weiteren Arbeitsschritte an das zahntechnische Labor gesendet werden.